Ja, vielen herzlichen Dank, Ute, dafür, dass du noch einen Aspekt hinzugefügt hast zu dem ganzen großen Muster, das wir heute über den Tag hinweg sich haben entfalten sehen. Ich möchte ganz gerne die Diskussion eröffnen, indem ich Ihnen, dir die Gelegenheit gebe, erst nochmal aufeinander zu reagieren und sich gegenseitig Fragen zu stellen, die sicher im Raum sind, bevor ich dann die anderen auch jetzt schon einlade, auch schon Fragen zu formulieren. Der fängt an. Frau Teufmann, vielleicht kann ich zumindest eine Beobachtung machen. Also ich meine, es ist ja sehr erschütternd, was Sie gesagt haben. Bei mir an der Professur wird gerade eine Dissertation geschrieben, wo ein Orden aufarbeitet, dass die Gründerperson tatsächlich auch Missbrauch begangen hat. Da gibt es auch Akten und trotzdem merke ich da, also zum einen diese katastrophale Aktenführung, die Sie auch beschrieben haben, und zum anderen die Schwierigkeit, selbst mit weit über 100 Jahren Entfernung damit umzugehen, für heutige Schwestern, wie das ist, wenn der Gründer Täter war. Ja, ich habe einen weiteren Fall gefunden. Da ist die Geschichte ganz anders als im Fall Schönstatt. Die Schwestern bitten etwa 60 Jahre nach ihrer Gründung, 1940 meine ich, um das Decretum Laudis, also um die Anerkennung. Und da wird ihnen gesagt, schaut mal, wir können euch nicht anerkennen. Denn euer Gründer hatte sexuelle Kontakte mit der ganzen Generation der ersten Schwestern. Und die Mitgründerin hat sich das Leben genommen, weil sie das nicht ertrug. Und diese beiden Gründerfiguren, die gehen einfach nicht. Und dann werden die Schwestern zusammengerufen, das ist eine kleine Gemeinschaft, und dann wird mit ihnen überlegt und die entscheiden dann, ihre Gründung etwas später zu verlegen, wie sie in Rom ein Haus eröffnen und den Namen ändern. Und auch heute findet man in Wikipedia, ich nenne jetzt extra mal nicht diese kleine Schwesternschaft, in Wikipedia gibt es also diese doppelte Gründung. In dem Fall haben die Schwestern mit dem Heiligen Offizium zusammen und mit dem Visitator zusammengearbeitet, haben die sehr, wie soll ich sagen, zu freundlichen Dinge über den Gründer verschwinden lassen. Das Bild des Gründers und der Gründerin wurden abgehängt und man gründete sich sozusagen neu 8 Jahre später nach der originalen Gründung. Auf Wikipedia stehen beide Gründungen und da wird gesagt, ja, aber der erste Versuch, die sind ausgestorben und wir sind eine Neugründung. Also es gibt auch sozusagen Schwestern, die positiv mitarbeiten und das Decretum Laudis haben sie dann auch bekommen. So, auch das gibt es. Vielleicht gibt es in Rom mehr Akten im Heiligen Offizium, als es, wie mir scheint, in Deutschland und in deutschen Diözesen und in deutschen Archiven gibt. Aber das ist nur mein Eindruck. Ich weiß natürlich nicht, was fehlt. Ich kann nur sehen, was da ist. Wir haben eine erste Frage hier im Chat, die ich einmal einfach an Sie beide richte, wobei ich das Gefühl habe, dass wir hier kirchenrechtliche Expertise brauchen, beziehungsweise vielleicht sollten wir auch Herrn Scharfrede noch mal mit ins Gespräch holen, weil er hier vielleicht auskunftsfähiger ist. Frau Meier fragt, es muss ja Regeln geben für die Aktenführung. Verstoßen diese Praktiken wie Vernichtung und Unterdrückung nicht dagegen? Herr Schafbeder, jetzt sind Darf Sie ich? hier. Möchten Sie dazu was Ja, sagen? natürlich. Natürlich gibt es Regeln. Und natürlich ist das ein jahrzehntelanger Verstoß gegen die Regeln. Ich hatte deswegen eingangs in meinem kurzen Beitrag eben auch nochmal sowohl auf das Kirchenrecht allgemein in CEC wie eben unsere deutsche Archivordnung hingewiesen. All das, was hier jetzt eben als Verlustgeschichte aufgezeigt ist, ist ein Verstoß gegen geltendes Recht. Das kann man nicht anders benennen. Ja. Und es ist jetzt der zaghafte Versuch, gegenzusteuern. Ich glaube allerdings, dass er durchaus auch Aussicht auf Erfolg hat, was Frau Leimgruber eben dankenswerterweise auch nochmal dezidiert erwähnt hat. Diese neue Personalaktenordnung für Kleriker und Kirchenbeamte,
die zum 1.1. des nächsten Jahres wahrscheinlich in allen deutschen Diözesen in Kraft treten wird, die aber ja nur für das Neue gilt. Ja? Also diesen Fehlbestand, den haben wir ja weiter. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, richtig, an einer bestimmten Stelle mal den Schalter umzulegen und zu sagen, das und das muss eben gemacht werden. Und dieses neue Gesetz, diese Rahmenordnung, die in den Bistümern eben als Ordnung dann in Kraft treten soll, naja, die benennt eben dezidiert die Stellen, die Unterlagen, die unbedingt in Personalakten hineingehören. Und diese Personalaktenordnung versucht auch diese Schwierigkeit, die wir eben haben, mit dem bischöflichen Geheimarchiv in irgendeiner Weise zu benennen, wo ja eben versucht wird, bestimmte Akten eben in dieses Geheime hineinzuschieben. Es ist zumindest eben der Versuch, dass nachgewiesen ist in der Personalakte eines Klerikers, dass es an einer anderen Stelle, und die muss konkret benannt sein, eben Unterlagen gibt, die eben einen der hier heute erwähnten Fälle betrifft. Das ist, man kann es, glaube ich, nicht anders sagen, das ist ein erheblicher Fortschritt. Und ich kann mir nur wünschen, dass das auch Wirklichkeit wird, dass wir diese Aktenführung haben. Aber ansonsten ist eben diese Unstruktur in, glaube ich, wirklich sehr, sehr vielen Diözesen und in Ordensgemeinschaften ist das noch viel ausgeprägter, ist eben einfach ein Desaster. Ja, man kann es, glaube ich, wirklich nicht anders nennen. Danke, da schließt sich, kommt hier die Frage hinterher, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte, ob es Sanktionen dafür gibt, wenn das so eindeutig ist, dass hier Verstöße stattgefunden haben. Es sind Ihnen Fälle bekannt, wo Menschen dafür irgendwie belangt worden sind? Schweigen ist auch eine Antwort, ne? Ist mir jetzt persönlich in dieser Form nicht bekannt. Also wir können da immer nur wieder in die Gutachten hineinschauen, die ja eben dann auch bis in die jüngere Zeit hineingehen. Frau Leimguder hat das im Hildesheimer Gutachten ja auch sehr, sehr viel herausgehoben. Wenn man die Stellen sich eben anschaut, dann sieht man, dass das eben ja nicht zu einer Konsequenz geführt hat. Dass die Geistlichen, gehen wir mal in die 70er Jahre oder die 80er Jahre, dass diejenigen, die auch nach dem damals geltenden Recht, muss ich ja immer in diese Zeit jeweils zurückversetzen. Ne? Also so lange ist das ja nun erfreulicherweise oder nicht erfreulicherweise gar nicht her, dass das natürlich ein Verstoß gewesen ist. Aber trotzdem ist da keine Amtsenthebung gegeben. Jedenfalls ist mir keine bekannt, aber das kann das Plenum anders wissen. Ja, Ute? Ja, also ich würde dem vielleicht auch noch hinzufügen, also ich habe mit mehreren Leuten in Personalabteilungen auch gesprochen, die mir erzählt haben, sie sind überhaupt nicht ausgebildet. Also sie wissen schlichtweg nicht, welche Informationen sie wie verdokumentieren sollen. Mhm. Und das heißt, es ist allein schon, also nur, das ist nur eine ganz kleine Stellschraube, aber allein hier geht wahnsinnig viel auch verloren, wird nicht dokumentiert. Und oft wird es auch mit dem Hinweis, naja, man wolle quasi ja dem Priester, meistens sind es ja Priestertäter, nicht weiter schaden, er soll doch eingesetzt werden. Also das hatten Sie ja auch vorhin vorgelesen, ich weiß, oder nein, der Fall aus 1939, ne? Also Priestermangel, wir brauchen ja jeden Priester. Und dass es dann also noch nicht mal dokumentiert wird, dass, und dass viele gar nicht wissen, was sie dann tun sollen. Das halte ich schon auch für eine ganz wichtige Stellschraube, dass die Leute ausgebildet werden. Ja, Frau von Teufenbach. Also eine kleine Anmerkung noch. Zumindest in Italien wurden Priester, die einen Prozess wegen Missbrauch hatten und verloren hatten, in Archive versetzt. Also ich würde sehr gerne mal eine Liste der Archivare kirchlicher Archive machen und das dann überprüfen, also umgekehrt vorgehen. Das ist nicht sehr schön, weil ich arbeite in einem Archiv, aber das sollte man vielleicht auch mal mit bedenken, dass das ein Abstellplatz sozusagen für Priester war, die man nicht mehr in der Seelsorge benutzen konnte. Ja, wow. Ich möchte ganz gerne unseren Zeitrahmen nicht allzu sehr sprengen. Deswegen hole ich noch eine letzte Anmerkung nur mit rein aus dem Chat auf YouTube. Haben wir eine Wortmeldung von einer Person, die von sich sagt, sie wäre die erste Frau, die Anzeige erstattete aus Chile gegen einen Renato P., der 40 Jahre lang Dutzende von Frauen missbraucht hätte. Und sie fragt, welche Maßnahmen sind zu ergreifen? Vielleicht magst du, Ute, mögen Sie, Frau von Teufenbach, dazu was sagen, was
welche Maßnahmen sind im Umgang mit solchen Tätern zu ergreifen, beziehungsweise auch vielleicht, wird in deiner, in ihrer Erfahrung da, was wird de facto gemacht im Umgang mit solchen Tätern? Ich glaube, ich kann eine Anmerkung nur ganz kurz machen. Es hängt natürlich davon ab, in welchem Bereich. Also ist das ein Priester? Wann war der Missbrauch? In welchem Land kann man ihn noch belangen? Staatlicherseits? Also da müssten so viele Varianten geklärt werden, bevor man eine Antwort geben kann. Also ich kann so nicht antworten, leider. Ja, danke für den Hinweis. Ich wollte im Grunde was Ähnliches sagen. Man muss natürlich immer erst den Fall kennen, aber generell würde ich sagen, es gibt ja Rechtsvorschriften. Und die Rechtsvorschriften sollten schon, also wenn die Rechtsvorschriften, die wir haben, eingehalten würden, dann wäre ja schon viel gewonnen. Das heißt, wenn ein Missbrauch als solcher nachgewiesen werden kann, dann würde ja eine weitere Maschinerie in Gang gesetzt werden. Und wir sehen einfach gerade bei der Ordnung der Deutschen Bischofskonferenz, die ich auch angesprochen habe, dass es hier keine einheitliche Auslegung gibt, was jetzt die Schutz- und Hilfebedürftigkeit zum Beispiel angeht. Mhm. Und dementsprechend ist dann der Karren auf einem anderen Gleis, wie mit vermeintlichen Tätern umgegangen wird. Und deswegen würde ich hier schon auch nochmal ansetzen zu sagen, da muss sich auch die Bischofskonferenz wirklich einigen, wie die Rechtsvorschriften auch angewendet werden können und sollen. Ja, gut, danke. An der Stelle ganz herzlichen Dank. Sind wir am Ende von unserem Block 3 angekommen, mit einem erheblichen Zeitverzug heute im Laufe des Symposiums. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem dadurch keine ZuschauerInnen verlieren. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt Pause machen bis 15.40 Uhr und uns dann dem letzten Vortrag des heutigen Tages widmen von Terence McKiernan. Bis dahin.